Grüß euch, heute eine Weihnachtsbotschaft, weil Isa fühlt sich total missverstanden und wir müssen da unbedingt was aufklären. Außerdem, was hat Isa mit den Narzissten zu tun und warum du so schwer Nein sagen kannst? Kurz für die neu dazugekommenen, Jesus, sein wirklicher Name ist Isa, I-S-A. Wange hinhalten und Feinde lieben. Können diese Befehle wirklich von Isa kommen? Und wir werden hier beweisen, dass diese Befehle unmöglich von Gott Papa, auch nicht von Gott Mama und erst recht nicht von Isa kommen können. Er hätte uns das angeblich befohlen. Ja, das ist ein Befehl. Halte die Wange hin, das ist ein Befehl. Und dieses Buch ist voller Befehle. Es wird dann so interpretiert und gelehrt, du sollst diejenigen, die versuchen, dich anzugreifen, zur Erkenntnis zu bringen, dass sie ein Vergehen gegen sich selbst begehen. Und jetzt führ dir das mal ganz real vor Augen. Peng, wusch! Ach, hör doch auf, mich zu schlagen. Batsch! Du schlägst dich doch, bom, peng, du schlägst dich doch selbst, bom. Und dann liegst du am Boden, du, nicht er selbst. Ja, wer gibt denn solche Ratschläge? Ja doch, die Offiziellen befehlen dir genau das. Wenn du dem folgst, bist du tot. Inzwischen sind manche Leute ja schon so weit, dass sie nicht mal mehr sich selber zu verteidigen getrauen. Und das ist absolut real. Wir sehen jetzt so viele Feinde, die uns ans Leben wollen, die uns zerstören wollen. Müssen wir die lieben? Ist das ein Befehl von Gott Papa? Wirklich? Das ist nicht möglich, und zwar ganz real aus folgendem Grund. Jedes Tier, jeder Mensch, jedes Wesen will sich schützen. Und diese Schutzreflexe aller Lebewesen kommen von Gott Papa. Er hat diese in seine Kinder hineingelegt, damit jedes Einzelne sich schützen kann. Und jetzt wäre angeblich dieser Jesus dahergekommen und hätte den Befehl erteilt, du musst den lieben, der dich umbringen will. Mit einem Befehl alle von Gott gegebenen Schutzmechanismen gelöscht, zerstört, verboten. Du musst genau das Gegenteil dessen machen, was deine gottgegebene Natur ist. Isa hätte uns angeblich befohlen, die andere Wange hinzuhalten, während er selber, als er geschlagen wurde, nämlich er wurde tatsächlich ins Gesicht geschlagen, also so geht die Geschichte, er hat die andere Wange nicht hingehalten. Hat er nicht? Steht im selben Buch. Und er wäre dabei als ein schwacher Wurm hingestellt, der sich unterworfen hätte und der alles mit sich machen hätte lassen. Wehrlos und schwach. Na, Isa war auch nicht Opfer. Und Papa hat seinen Sohn nicht geopfert. Es ging niemals um Opfer. Isa hat ganz genau gewusst, was er tut, weil seine Aufgabe und das Ziel, wozu er überhaupt hierher gekommen ist, war, das Verzeihen auf die Erde zu bringen. Nun mal, Isa hat das Verzeihen auf die Erde gebracht. Vorher war nämlich Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie sie es so nennen. Und Isa hat das Schlimmste, was man jemand antun kann, mit Verzeihen beantwortet. Und da war ja alles dabei. Verleumdung, Verrat, Beleidigung, Schlagen,
demütigen bis hin zur langsamen Ermordung. Und Isa hat dann nicht zum Papa gerufen, verzeih ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Na, die wussten ganz genau, was sie tun und wem sie das antun. Dämonen sind nicht blöd, die können das sehen. Die haben ganz genau gewusst, wen sie vor sich hatten. Isa selber hat verziehen. Und durch sein Verzeihen hat er das Verzeihen in die Welt gebracht. Damit ist das Verzeihen zu uns gekommen. Und Isa hat überhaupt keinen Schmerz gespürt. Er hat doch ganz genau gewusst, was die vorhaben. Das war ja der ganze Plan, damit das Verzeihen durch ihn auf die Erde kommt. Kein Mensch hatte vorher die Fähigkeit zu verzeihen in sich. Das gab's vorher auf der Erde nicht. Durch Isa ist es in uns und er ist das Verzeihen in uns. Wenn du verzeihst, dann ist es Isa. Er hat das Allerschlimmste, was man einem göttlichen Kind antun kann, verziehen. Und damit ist das Verzeihen auf die Erde gekommen. Damit hat er uns das Verzeihen gebracht. Damit kam es in die Menschen hinein, nicht in die Narzissten. Weil du siehst es, Narzissten, die können bis heute nicht verzeihen. Und es waren auch Narzissten, die das gemacht haben. Diejenigen, die ihn gefoltert und umgebracht haben, die haben sie umsonst gefreut, weil er hat ja gar keinen Schmerz gespürt. Das ist wirklich so. Und dieselben Leute sind nämlich heute auch wieder hier. Die haben sich heutzutage alles so positioniert, dass sie sich in Führungsrollen von neuen Bewegungen gesetzt haben. Wenn irgendwo eine neue Bewegung entsteht, die super gut ist, nach einer Weile wirst du Leute sehen, die sich an die Spitze drängeln, die Führung übernehmen und alles kaputt machen. Die lassen die falschen Leute rein und stärken die, unterstützen die narzisstischen Mitglieder und setzen die in Schlüsselpositionen. Das hat System, das hat Methode. Und nach einer Weile siehst du, von dieser guten Bewegung ist überhaupt nichts mehr übrig. Das ganze Ding wird zu einer Sekte wie jede andere. Das sind die Leute. Und alle, die von Christusbewusstsein schwafeln, haben keine Ahnung, wer ihr Christus wirklich ist. Sie kennen ja nicht mal seinen wirklichen Namen. Und keiner kann da wirklich erklären, was er mit dem Wort Christusbewusstsein überhaupt meint. Das ist doch nur ein Etikett. Von Christusbewusstsein schwafeln sie nur, weil sie ihn nicht kennen. Das muss auch einer von denen in Umlauf gebracht haben. Weil damit lenken sie dich geschickt von ihm ab, sodass du nimmer nach ihm suchst. Dass du nimmer ihn verwirklichst in dir? Na, du sollst nach einem imaginären Bewusstsein suchen. Was? Die Bösen schicken dich immer knapp daneben.